Mehr Effizienz im Zeitalter von Smart Data. Unter diesem Motto präsentiert sich E-Plan Software and Service einmal mehr zur diesjährigen SPS IPC Drives in Nürnberg. Mit den neuesten Engineering-Lösungen auf dem Weg zur intelligenten Fabrik 4.0 ist E-Plan ein wichtiger Innovationsmotor der Branche. Das Zusammenspiel der Disziplinen entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette steht im Mittelpunkt. E-Plan hat gemeinsam mit Sideon ein effektives Leistungsbündel aus Prozessberatung und Schnittstellenmanagement geschnürt. Ich freue mich außerordentlich, dass wir seit September mit der E-Plan SAP-Schnittstelle nun auf der offiziellen SAP-Preisliste gelistet sind. Das ist für uns und ich denke mal auch für die SAP ein Meilenstein, weil damit nicht nur MCRD-Systeme eine offizielle Schnittstelle zum SAP-PLM-System haben, sondern auch eine E-CAD-Schnittstelle. Schnittstellen sind sozusagen eine ganz wesentliche Thematik für Integrationen, für die Integrationsszenarien, die wir bauen, weil eben heute der Elektroingenieur nicht mehr alleine arbeitet oder auch der Maschinenbauingenieur, sondern die alle über ein PDM-System kommunizieren. Umso mehr freue ich mich, dass wir damit einen großen Meilenstein erreicht haben, zusätzlich zu den bereits erreichten Meilensteinen der verschiedenen MCAD-Schnittstellen, die Sideon bereits auf der SAP-Preisliste anbietet und zusätzlich zu den E-Plan-Schnittstellen zu den verschiedenen PDM-Systemen. So erfolgt die lückenlose Einbindung ihrer Engineering-Daten in benachbarte Disziplinen wie ERP und PDM. Dies nimmt E-Plan in einem seiner 8 Handlungsfelder unter die Lupe. E-Plan Experience ist das Werkzeug, um Engineering-Prozesse weltweit noch effizienter zu gestalten. Ja, also wir sind außerordentlich zufrieden mit unserem Programm E-Plan Experience. Wir haben ja über die verschiedenen Projekte, die wir als E-Plan begleiten durften, die Best Practices gebündelt und geschaut, was können wir den Kunden empfehlen. Wir hatten letztes Jahr 2 Themen ausgerollt. Das waren die Themen Normen und Standards und das Thema Konstruktionsmethoden. Dieses Jahr sind wir dabei, das Thema Plattform-Setup auszurollen und das Thema Produktstrukturierung und Baukästen. Da geht es darum, wie wir zum Beispiel Variantenmanagement sinnvollerweise machen, wie wir verschiedene Baugruppen festlegen, auch wieder ganz, ganz spannende Themen für die Ingenieure. Und alles dient dem Zweck, unser Engineering noch effizienter zu machen und auch die Mittel, die der Kunde schon hat, beispielsweise eine E-Plan-Installation, möglichst optimal zu nutzen, um einen möglichst hohen Benefit daraus zu generieren. E-Plan unterstützt auch Konstrukteure im Schaltanlagenbau mit einer effizienten und einfach erstellbaren Klimatisierungslösung. Lassen Sie mich einfach mal ein Beispiel aus dem Bereich ProPanel machen. Und dort haben wir in Zusammenarbeit mit Rittal und Phoenix das Thema Thermal Design Integration gelauncht. Dabei geht es darum, dass wir dem Ingenieur zeigen, wie er die Komponenten optimal im Schaltschrank positioniert, um eine ideale Entwärmung zu erreichen. Beispielsweise, in welcher Richtung muss er eine Komponente ausrichten, damit der warme Luftstrom nach oben geht und die kalte Luft von unten angesaugt wird. Und diese Themen sind ganz, ganz wichtig für die Kunden, weil wenn wir ein Gerät in einem falschen Temperaturbereich betreiben, beispielsweise 10 Grad zu heiß es an dieser Stelle ist, dann sinkt die Lebensdauer dieses Gerätes sehr schnell auf die Hälfte zurück. Und dem beugen wir vor, dadurch, dass wir dem Konstrukteur solche Anweisungen geben, wie er aufgrund der Daten, die Rittal und Phoenix zur Verfügung stellen, seine Komponenten ideal positioniert. Auf dem Gemeinschaftsstand Automation meets IT präsentiert E-Plan zusammen mit SIG einen weiteren Schritt zu höchster Flexibilität bei der Fertigung bis zur Losgröße 1. Wir freuen uns sehr, dass wir in der Halle 3A auch die Gelegenheit haben, ganz zukunftsweisende Szenarien vorzustellen. Eins davon ist, dass wir zum ersten Mal das Engineering, unser E-Plan Electric P8, verknüpfen mit der Inbetriebnahme oder mit der Maintenance über OPC-UA, über diese Schnittstelle. Was wir dort beispielsweise mit der Firma SIG zeigen, ist, dass wir einen Sensor über OPC-UA
parametrieren. Das heißt, der Elektroingenieur während des Engineerings überlegt sich zum Beispiel, wie lang soll so ein Sensor lesen, den Lesevorgang machen, stellt es dort im Engineering ein und diese Information wird dann über die Schnittstelle übertragen, direkt an den Sensor, ohne dass man den Sensor separat programmieren oder separat einstellen muss. Das ist für mich ein Quantensprung und ein wahres Industrie 4.0-Szenario, das wir natürlich jetzt noch in unser Produkt bringen müssen und auf viele Hersteller ausrollen können.